umgraben mit der Grabgabel, wie damals im traditionellen Bauerngarten. Für mich persönlich ist es sehr prägend und man hat auch noch einen größeren Bezug zur Natur als mit größeren Maschinen, finde ich. Und in dem Video möchte ich euch einfach wieder mal ein kleines Update geben, was sich hier so in meiner Permakultur alles getan hat. So, ich zeige euch einfach, welche Beete ich umgegraben habe und natürlich, welche Kulturen noch bei mir alles wachsen. Und ein kleiner Einblick in meiner kleinen, aber feinen Ernte darf natürlich auch nicht fehlen. Und ja, das Wetter ladet ihr heute dazu förmlich ein. Also bleibt doch einfach dran, genießt das Video und viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Ich, der Lila Blumenkohl, freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt bei diesem sonnigen Tag. Und ja, das ist jetzt zum Beispiel ein Exemplar, den ich habe, hier ein Lila Blumenkohl. Und hier habe ich noch zwei weitere Blumenkohls. Ist jetzt noch ein bisschen jünger, die anderen habe ich schon abgeerntet. Ich habe jetzt hier alles umgegraben auf dem Beet. Da vorne könnt ihr zum Beispiel einen Grünkohl sehen, auch hervorragendes Wintergemüse. Und ich habe jetzt hier alles auch schön abgemulcht und dann die Grasnarbe oben drauf gelegt, dass sie vielleicht nicht anwurzelt. Aber es ist halt wichtig, den Boden zu bedecken. Einerseits wegen dem Dauerhumus, dass ich hier schon mal im nächsten Jahr hervorragende Erde habe, die ich jetzt nicht unbedingt düngen muss. Und das ist einfach der beste Dünger für mich, einfach den Boden abdecken, das Bodenlebewesen schon mal fördern. Da haben die Regenwürmer unter dem Laub schön warm und können schon mal hier alles zersetzen. Und das ist einfach das, was die Natur uns auch so vorgibt. Deswegen bin ich immer ein Befürworter von Mulchen und viel schön Laub drauf werfen oder anderes Grünzeug. Was alles noch auf meinem Feld wächst, sind zum Beispiel noch verschiedene kleine Salate. Hier habe ich jetzt zum Beispiel nochmal Winterendive reingesetzt. Die hat sich wild ausgesät. Die habe ich dann nochmal getrennt und in ein Beet reingetan. Und da wachsen noch ein bisschen Salate, so Sommersalate, die ich auch die nächste Zeit ernten werde. Und das sind jetzt zum Beispiel Salate, die in die Blüte gegangen sind und von denen man Samen nehmen könnte. Ich habe sie jetzt einfach stehen lassen, damit sie sich zum Beispiel vielleicht wild ausblühen. Und ja, hier vorne ist zum Beispiel ein Fenchel, den ich auch in die Blüte gehen haben lassen, damit er auch Samen wirft. Und hier vorne einfach die Gründüngung, Phacelia, Sonnenblumen, damit die halt auch weiter wachsen. Hier vorne ist jetzt zum Beispiel der Sack mit Laub, den ich mir immer besorge. Hier der andere Blumenkohlkopf. Und ja, sonst, ja, wie gesagt, habe ich jetzt hier sehr viel umgegraben. Da vorne wächst zum Beispiel noch mein Mangold und ein bisschen Feldsalat und Spinat ist auch schon aufgegangen. Und auch Salat könnt ihr hier sehen, der schon mal wild aufgegangen ist. Und ja, ich freue mich einfach sehr und bin einfach gespannt, wie sich das alles hier so ein bisschen entwickelt. Und ja, wie die Pflanzen auch im Winter durchkommen, wie sie es halt ein bisschen bewältigen. Und ja, hier auch zum Beispiel wieder ein Salat, der sich wild ausgesät hat. Also sowas finde ich einfach spitze. In diesem Beet habe ich auch wieder ein bisschen Spinat unten ausgesät. Ein bisschen Zwiebeln, die schon mal rauskommen. Und hier noch ein paar Fenchel und rote Beete, die so ein bisschen wächst mit einem Salat dahinter. Und das ist jetzt zum Beispiel großer weißer Rettich. Das sind so lange Pfahle, die jetzt, allerdings habe ich sie im Sommer reingesetzt und die sind jetzt in die Blüte gegangen. Ist ein bisschen schade, aber ich habe sie jetzt einfach stehen lassen. Das ist die Sorte Icicle Crash, glaube ich. Das sind einfach so ganz lange Radieschen. Und hier auf dem anderen Beet habe ich jetzt auch ein bisschen angefangen umzugraben. Da sind so ein paar Radieschen, die ich reingesetzt habe. Rote Beete und Salat, welches da vor sich hin wächst. Und da vorne, also das hintere Beet, das versuche ich jetzt auch nochmal ein bisschen zu vergrößern. Auch das Beet wieder neu aufzulegen und umzugraben. Da wächst auch Salat. Fenchel, der aber zu klein ist, der wird wahrscheinlich jeden Winter nicht überleben. Und rote Beete, den ich vielleicht auch stehen lasse, um einfach fürs nächste Jahr Samen zu erhalten.
Da sind jetzt zum Beispiel jetzt die Grabgabel, da versuche ich nochmal das Beet weiter in die Länge zu ziehen, so in die Richtung, Richtung den Folientunnel. Und hier vorne habe ich zum Beispiel nochmal ein bisschen Wintersalat oder Herbstsalat, der ein bisschen bitterer schmeckt, mit rote Beete. Und ja, das war mal eine Sunviva. Hier im Folientunnel waren wir auch sehr aktiv. Also wir haben innerhalb von 3 bis 4 Tagen den kompletten Tomatenwald entfernt und ja, alles mit der Hand, die Tomaten abgefädelt. Wir haben sie klein geschnitten, damit die Bodenlebewesen das besser verarbeiten können. Und dann haben wir angefangen, alles mit der Grabgabel umzugraben. Und dann waren halt auch ein paar Brocken dabei. Die habe ich dann zum Teil mit so einer kleinen Handhacke auch klein geschlagen. Und dann haben wir alles gemulcht mit den Tomaten, mit dem Laub, was ich hier besorgt habe. Und ich muss sagen, mein Vater hat 4 Tage frei gehabt und hat an jedem Tag, sogar an einem Sonntag, mir geholfen, hier alles umzugraben, hat sich sogar verletzt. Also da muss ich einfach sagen, vielen Dank, Papa, dass du mir hier bei meinem Projekt so wunderbar hilfst. Das schätze ich wirklich sehr und ja, das ist einfach so diese Tradition und Mentalität, die du mir einfach mit auf den Weg gibst. Und ich bin einfach sehr dankbar, dass ich dich habe und dass du mich hier bei diesem, ja, bei unserem Projekt sozusagen unterstützt. Also diese 4 Tage, die waren echt ein schönes Erlebnis für mich. Sehr viel gelernt habe ich. Hier diese rote Beeten, das sind eher weiße Beeten. Das ist die Sorte Marmoff, die ist halt so rosa-rot und innen weiß. Und diese rote Beete habe ich mir jetzt einfach verdient. Die werde ich jetzt einfach mitnehmen und ja, entsaften. Und sonst, was hier noch alles rumwächst, ist halt jetzt zum Beispiel ja, die ganze Gründüngung. Da vorne der Rosenkohl, der auch schon die ersten ja, Blätter hat oder die ersten Rosetten. Und hier hinten auf dem Beet habe ich auch schon einige Zwiebeln und Knoblauch aufgehen sehen. Freut mich auch so, dass diese Winterkulturen aufgegangen sind. Und an der Seite habe ich jetzt auch alles fertig umgegraben, die Physalis entfernt und ein Wirsing, der steht immer noch. Aber das habe ich auch schon im letzten Video gezeigt. Das hier ist eine kleine Eiche, die ich und mein Vater unten aus dem Tunnel rausgegraben habe. Ist von unserer Friedenseiche, wirklich ein wunderbarer Baum, der ja zur Gründung des Kaiserreiches 1871 gepflanzt wurde. Und ja, warum nicht? Einfach in den Topf rein und mit unserem eigenen Kompost. Und ich hoffe, dass er halt Wurzel schlägt, damit ich einfach eine kleine, aber feine Eiche habe. Das ist ein einfach wunderbarer Baum, finde ich. Durchwurzelt auch ziemlich stark den Boden und ist einfach, ja, einfach majestätisch. Dann, wenn wir weiter so in einem Garten ein bisschen gehen, habe ich auch schon, ja, schon letztens gezeigt, dass ich das Hügelbeet auch schon ein bisschen für den Winter vorbereitet habe mit Mulch. Hier kommen auch schon die ersten Zwiebeln raus. Und das sind jetzt zum Beispiel Stangensellerie, den ich im Frühjahr gesetzt habe. Den werde ich dann auch die nächsten Tage mal verarbeiten. Und da hinten am Hügelbeet 2 zum Beispiel, dort habe ich spaßeshalber Rotkohl reingesetzt. Der ist jetzt bei uns einfach aus dem Stein rausgekommen, weil das ist auch wieder so ein Wilderling. Also die Samen sind wild aufgegangen und die habe ich dann einfach pikiert und ja, in den Zügelbeet rein. Und einige Pflanzen haben das ziemlich gut überstanden. Sonst wächst hier jetzt auch noch ein bisschen Kapuzinerkresse. Wir haben schon November, wir hatten auch schon den ersten, ja, Minusgrade hat die Kapuzinerkresse ziemlich gut überstanden. Und hier unten ist jetzt auch zum Beispiel Salat, der ein bisschen wild aufgegangen ist. Und hier, das ist jetzt zum Beispiel der asiatische Basilikum. Im Hochbeet Nummer 2 waren Wassermelonen drinnen, also die 2 Melonen, die ich euch mal gezeigt habe. Ich habe jetzt alle meine Melonen abgeerntet, noch Anfang November, das hat mich sehr erstaunt. Haben zwar jetzt nicht so gut geschmeckt wie in der Hochsaison, aber trotzdem
Hat ziemlich was gut hergemacht. Es war eine gelbfleischige, die Sweet Yellow Mountain, eine rotfleischige, dann die Sweet Siberian, eine orangefleischige Wassermelone und die Sweet of Saskatchewan. Das ist eine weißfleischige Melone und eine Honigmelone, die Petit Gris des Rennais. Die haben wir auch nochmal aus dem Tunnel rausgeholt. Und ja, sonst im Garten findet eigentlich überall jetzt so ziemlich die Vorbereitung für den Winter statt. Alles ist abgemulcht und der Grünkohl wächst auch vor sich hin. Das Lustige ist halt, der wäre normalerweise dieses Jahr in die Blüte gegangen, aber mein Vater hat den halt im Frühjahr komplett entfernt, hat aber einen Strunk stehen lassen, also einen Stiel. Und jetzt, anstatt dass er in die Blüte gegangen ist, hat er nochmal Blätter ausgereift. Also so kann man auch Grünkohl von einer zweijährigen Pflanze zu einer mehrjährigen machen. Und meine Herbsthimbeere, die gedeiht auch schon wunderbar und trägt immer noch wunderbare Früchtelein, die richtig süß und frisch sind. Die letzten Arbeiten jetzt direkt vom Winter werden hier im Tunnel stattfinden. Die letzten Arbeiten vom Winter werden hier noch im Gewächshaus stattfinden. Mein Vater hat jetzt hier zum Beispiel noch eine Lüftungsanlage reingestellt, damit es hier noch schön warm ist. Aber die nächsten Tage werden wir hier auch alles aufräumen. Die Tomaten, da reifen noch einige, ein paar Stück in dem Tomatenwald. Aber das sind jetzt auch nicht mehr so viele. Die werde ich noch abernten und dann werden wir das hier schon mal anfangen wegzumachen. Genauso wie im Folientunnel unten. Und einige Paprikas habe ich auch noch. Also eine Spitzpaprika in Rot habe ich hier zum Beispiel. Und hier auch, ja, weiter vorne könnt ihr das vielleicht sehen, das sind jetzt Blockpaprikas weiter hinten. Und ja, das ist jetzt hier noch alles ein bisschen eng. Das ist jetzt hier zum Beispiel die chinesische Dattelpalme, die ich mir angeschafft habe. Auch schon ihre Blätter verloren. Und sonst, was hier noch drin steht, sind ein paar Erdbeeren, die ich nächstes Jahr raussetze. Stecklinge, einfach zur Baum- und Pflanzenvermehrung. Das könnt ihr auch hier sehen, da sind jetzt zum Beispiel Stecklinge von Feigen, Trauben, Johannisbeeren und da hinten die große Pflanze, die hier, das ist jetzt zum Beispiel ein Wilderling, eine Zwetschge, die aufgegangen ist vom letzten Jahr, die habe ich auch noch mal hier kultiviert. Aber sonst, was ich hier noch alles machen werde, ist einfach ja, alles abernten, die Tomaten auch wieder klein schneiden. Und dann versuchen wir hier auch wieder ein bisschen umzugraben. Dann mischen wir noch mal ein bisschen Hühnermist mit rein. Bokashi habe ich noch, den werde ich auch mit einarbeiten und alles noch mal schön mit Laub abmulchen, sodass halt das Gewächshaus dann einfach fertig ist. Und dann werde ich hier einfach noch mal meine Bäumchen überwintern lassen. Und ja, das ist einfach hier jetzt so ein kleines Update, meine Wintervorbereitungen. Jetzt wird es auch schon ein bisschen ruhiger, auch wenn die letzten Woche auch ziemlich anstrengend gewesen ist. Aber das finde ich halt einfach das Schöne, wenn man zum Beispiel jetzt auf größere Maschinen verzichtet und ja, nach Tradition anbaut. Man hat immer was im Garten zu tun und lässt sich halt weniger ablenken und hat, ist sozusagen immer im Flow. Und das finde ich einfach schön, wenn man seine Sinnesbestimmung gut ausleben kann. Für mich das Tai Chi und meine wunderschönen Pflanzen, die mich auch immer weiter lehren und ich auch von ihnen sehr viel für mein Kung Fu mitnehmen kann, was mich auch immer sehr freut, dass sich ja alles miteinander fügt, verbindet und sich gegenseitig unterstützt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ja, ich wünsche euch auch noch entspannte, ruhige Herbsttage. Ich muss noch Saatgut abpacken und ja, ich bin einfach gespannt, wie sich das nächste Gartenjahr entwickelt. Das ist einfach die Vorbereitung fürs nächste Jahr und je besser die Vorbereitung ist, desto erfolgreicher wird das Gartenjahr nächstes Jahr. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich kostenlos abonnieren würdet und auf die Glocke drückt, damit ihr einfach kein Video von mir verpasst. Natürlich würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen und natürlich, wenn ihr mich und meinen Kanal weiterempfehlen würde an Freunde, Bekannte und auf Social Media verbreitet, damit einfach mehr Aufmerksamkeit in den Garten kommt und damit ich einfach auch einfach eine Motivation habe, weiter für euch ja mein Projekt weiterzuführen und euch einfach
von meinem Weg zu berichten. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich wünsche euch einfach einen schönen und erholsamen Tag, eine schöne und erholsame Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.